Und? Zweiter. Na, Scheiße. Ja, überholen ist schwer. Ja, Czerny holt halt in der Meisterschaft damit auf. Das ist ganz schlecht. Ah ja, Czerny, jetzt Tobi vorne, oder? Ja. Ja, ich bin nur Slalom gefahren, die ersten zwei Runden. Ja, mal schauen. Wie der Benz einfach abgeht. Ja, Czerny ist mir auch aus jeder Kurve einfach ein Zehntel weggezogen. Sieht aber echt dunkler aus. Sonne ist hinter einer Wolke. Oh, ich bin mitten im AMG Rape Train. Ich guck zu. Was ein Idiot! Also, der Lomatiere ist echt der Knaller. Jo. Stellt sich in der Schikane quer vor mich und was muss er. Ja, echt geil. Depp.
Versuch Tobi so lang zu halten, wie es geht, ne? Das ist super. Mach einen auf Bottas. Kommst du nicht vorbei, ne? Macht ihr da? Ah, die versuchen mich hier umzudrehen. Ich seh's. Stebani schafft es natürlich wieder. Was ein Pfosten, Mann. So, ich versuche hinten zu blocken. Gib Gas. Ja, jetzt habe ich hier den nächsten Block vor mir. Ja, ich weiß. Fährt am Limit, der Drechsler.
Michi vor uns. Der soll endlich mal angreifen und nicht hinterherfahren da. Denn das ist viel, viel zu langsam. Ich sehe schon deine Erektion. Fahr doch vorbei. Ja, der schmeißt aber knallhart die Tür zu. Das scheppert dann. Mit der Power Machine einfach auf der Geraden vorbeigehen. Ja, Sigi. Spaghetti Power. Die Spaghetti bremsen gut, nenn ich. Ja, stimmt. Ey, komm. Was ist das hier für ein Zirkus? Wir kriegen jetzt Besuch von hinten, ne? Die sollten mal angasen, die Kollegen. Weißt du, gegen mich ultra energisch und da macht er gar nichts. Ihr könnt kotzen. Ich wollte auch noch mit durch. Schade. Alter, was war das denn? Irgendeiner ist mir gerade voll in die Karre reingefahren, aber von irgendwo. Ich weiß nicht mal, welches Auto. Also hinter dir waren, glaube ich, Lomatiere. Nee, Tomi und Stefani. Irgendeiner ist mir von irgendwo aus dem Weltall volle Kanne in die Seite gerauscht. Ja, meine Karre ist schon wieder krumm. Juhu! Es war echt geil. Ich war mitten in der Schikane und krieg auf einmal einen Megaschlag von rechts. Keine Ahnung, von wo der kam. Ich kann den eh nicht halten, weil meine Karre ist krumm. Ja. Es ist schade drum. Dive Bomb Stefani mal wieder, aber diesmal bin ich einfach auch zugemacht. Einfach mal Härte zeigen, dass man das auch macht. Ja, sorry, ich meine, man muss nicht jede Kurve Dive bomben. Yep. Thank you.
Ja, meine Karre fährt nicht mehr richtig. Vielleicht war das Stebani aus zweiter Reihe, die Divebomb oder so. Der Mercedes geht vorne halt auch kaum kaputt. Ja, mein Auto fährt nur noch eierig, also ich bin Opfer. Ich werde es durchgereicht. Wir brauchen noch Punkte für die Teamwertung, da sind wir momentan P3 und können noch P2 holen. Ja, mir wurde es zerstört. Da geht es darum, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. P1 sind Stebani und Penkwitt. Also Stebani fährt irgendwo hinten, weil nachdem er ja dich umgedreht hat, dann was weiß ich von wo und mich nochmal divebombt ab, habe ich einfach Zug gemacht. Ey Mann, ist das die Scheiße hier mit den ganz langsamen hier. Ich meine, klar, man könnte jetzt in den Rückspiegel schauen und so eben nur fuck und einfach aufmachen und rauslenken, aber nö. Die rechte Seite war eh schon im Arsch. Die gehen jetzt schon in die Box. Oh, super, es stand mir die Hutmacher im Weg. Jetzt verliere ich ja wahrscheinlich noch einen Platz. Bei mir war es der Kollege Winter. Da hänge ich quasi schon seit der Einkurve am die Fuß war dran, aber glaubst du, zu den letzten Schikanen wird vorbeigelassen? Nö. Boah, so ein fahrender Bremsblock wie die kleine ist natürlich schon eine Ansage, ey. Ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Absolut. Die hat das Auto ja gar nicht im Griff auf der Strecke. Die ist ja, keine Ahnung, 10 Sekunden Off-Pace. Ja, ich glaube, das größere Problem, was man da mitbekommt bei Borunden, ist halt, wenn da ein deutlich schnellerer dahinter ist, dass da eine heillose Überforderung herrscht. Ja gut, ich meine, was will die machen? Die fährt jetzt hier gegen das erste Split. Dafür gibt es ja zwei Splits. Ja. Das ist natürlich jetzt Höchststrafe für die. Feuertaufe. Ich glaube, ich fahre auch mal in die Box. Meinst du, es hilft vielleicht? Meine Karre schaut aus, komplett verbogen. Bei den Fahrmanövern Real hätte die Hälfte ihre Lizenz abgeben können für ein Rennen. Ja, beziehungsweise einige wären gar nicht so weit gekommen, wie das überhaupt dazu kommt, weil sie schon vorher ausgefallen wären. Optional Repairs, 1 Minute 3 Sekunden, dann weißt du, wie im Arsch mein Auto ist. Ja. Ja, völlig Banane.
Die haben mit mir Autoscooter gespielt, aber ey, die Dive-Bomb muss ich mir nachher anschauen. Die muss von 50 oder 100 Meter weiter hinten kommen. Ah, na, vergessen zu bremsen. Ja, scheinbar, weil er ist mir voll in die Seite reingedonnert. Ungebremst fast. Stefani hinter mir. Sieht die Frontfahrt richtig aus? Ja, der ist schon ein bisschen verbeult, aber ich schaue schlechter aus. Und Lobertiere vor mir. Beschwert sich der Mamosa gerade, weil ich ihn geholt habe? Er setzt mal keine Dive-Bomben mehr an. Ich glaube, er hat gelernt. Welpen muss man erziehen? Ja, nee, ich meine überholen, nur deswegen, weil der andere einen auf Crash-Vermeidung macht, das geht nicht, sorry. Es ist unnötiges Risiko. Ja, da hat er den richtigen gefunden. Mit mir. Weiß nicht, ob es nicht sinnvoller ist, der Hutmacher eine Black Flag zu geben, echt.
Aber um ehrlich zu sein, ist sie diejenige, die ich zweimal berundet habe, aber trotzdem das Ganze wahrscheinlich am wenigsten Zeit gekostet hat. Hoho, da kann ich dir anderes berichten von mir. Die hat mich zweimal fast auf dem Kieker und zweimal wurde ich fast überholt, weil die so scheiße stand, dass ich nicht vorbei konnte. Okay, das war bei mir mit anderen der Fall. Schikane kam sie irgendwo von der Wiese zurück auf die Strecke. Das macht sie natürlich nicht mit Absicht, aber trotzdem gefährlich. Aber mehr lernen wie hier geht nicht. Nee. Ich hab nicht auf dem Schirm, wo ich jetzt absolut stehe. Ich will gar nicht wissen, wie ich in meinem ersten Simracing gar hier ausgesehen hätte.
Boah, wie dieser Mercedes abgeht. Führst du, oder? Jo. Kaputter AMG beschleunigt mich aus.
Oh, der AMG Rape Train wieder hinter mir. Sorry, also das ist echt gefährlich mit der Hutmacher. Jetzt stand die gerade dem ganzen Pulk schneller im Weg. Junges Mädel, Nachwuchs in allen Ehren, ist alles super. Aber, naja, vielleicht noch ein bisschen warten. Glaubst du, Depp? Weißt du, was blaue Flaggen sind, du Trottel? Boah, da muss ich mal mit Markus reden. Was Schubert da auf die Beine stellt momentan, ist ja unter aller Kanone. Man kann hier einen Stiegen nur zum Spicken dabei, ne? Alter, ein Überrundeter blockt mich rundenlang.
eiert irgendwo auf P-Nowhere. Was hast du da schon wieder mit den 35 gerechnet? Ich lass dich nie wieder rechnen. Ich komm wieder nicht in die Outlap oder rein. Okay. Was hattest du einfach generell? Ich hab jetzt noch 5,5 Liter. Ich hab noch 7,5. Ja, vielleicht braucht er mehr, weil er kaputt ist. Ah, ja, stimmt. Das kommt auch noch dazu. Muss bei mir immer einberechnen, meine Karre ist immer im Arsch. Ja. Ihre Schaden zieht gut Sprit. Muss dann irgendwie mit einem Liter in die Box fahren. Das sollte auf der Strecke auch machbar sein. Ich warte dann wieder.
Wo bist du gerade? Startziel. 1,1 Liter. Oh, ich bin schon langsam. Ja, ich lass mal mit Kupplung so rollen, solange es geht. Ich habe noch 4 Liter in der Bude drin. Ja, ich habe noch 1 Liter und roll jetzt schon mal bis zur Gegengerade. Ja, da bin ich gerade noch. Ich habe immer noch 1 Liter und das geht schon. Ich rolle. Stefani wartet auf mich, aber ich habe keinen Sprit, Kollege. Na, oder der hat auch keinen Sprit. Ja, oder das? Der steht nämlich, der fällt nämlich schon weit zurück. Ich habe noch 0,8 Liter. Ja, das war nix. Ich sehe dich nicht mehr auf dem Relative. Ich bin jetzt Schikane. Ah, ich bin da hinterm Hügel. Da hat einer sein Auto in die Wand gestellt und Escape gedrückt. Okay. Ich habe 0,6 Liter, also, und jetzt kuppel ich erstmal wieder und lasse ihn rollen. Ah, während man rollt, kann man auch mit Kupplung nicht neutral schalten. Nee, geht nicht. Und du hast auch keinen Doppelklick, also ist völlig. Ah, da ist er ja. Ja, 0,5, easy. Ah, da, der rechte Seite sieht ganz gut aus. Ja, geil, ne? Da haben sie mich heute komplett, die ist von hinten bis vorne im Arsch. Die Dive Bomb muss ich mir jetzt trotzdem anschauen. Alter, da hast du aber Glück gehabt, dass sie dich nicht am Rad getroffen haben. War. Ja, ich weiß, die muss übel aussehen. Die Bude komplett weg. Ja, die, ich seh's ja, die Karre muss rechts total übel ausschauen. Also, ich kann relativ viel vom rechten Hinterrad sehen. Geil, ey. Danke, Jungs. Ich guck mir ja, das jetzt vorne an. Vorne ist auch relativ interessant. Aber das, die Beule siehst du ja selber. Ja, ich muss jetzt wissen, von wo der kam. Wer das überhaupt war.